Tele Basel, das ist Zürich. Ja, das ist Tele Basel, das ist Zürich. Zum Glück habe ich einen baseldeutschen Dialekt. Also aber das ist auch ein super Statement eigentlich. Ja, es war der alte Claim von Radio 24. Ja. Gewesen, Radio 24, das ist Zürich, oder, wo ich jede 10 Minuten oder, haben wir das am Sender gehabt. Und ich habe gedacht, ich habe gesehen, Tele Basel, das ist Basel. Ich habe es gesehen, aber unten rausgekommen ist Tele Basel, das ist Zürich. Hallo miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich finde es toll, dass wir so viele sind, weil wir haben viel vor. Das ist Zürich. Der Medienclub. Ich habe mich gefreut auf das Treffen heute mit Ihnen, Herr Döweg. Was ist eigentlich die wirkliche Strategie online? Mein Verdacht ist, dass irgendwann die Webseite, das Webportal, das Herz ist und die Ausspielstationen sind alle Radio- und Fernsehstationen. Das hat man aber noch nie so formuliert. Was ist das Ziel? Wir haben einzelne Sendungen jetzt schon, wo mehr Zuschauerinnen oder Hörer haben via Internet, als wenn sie im Kanal ausgestrahlt werden. Also ist es normal, wenn man schon die Sendungen produziert, dass man sie dort bereitstellt, wo die Leute sind. Tele Basel, das ist Zürich. Ich bin Karin Müller, ich bin Chefredaktorin von Tele Basel. Wenn das hier steht, Basel, Zürich, Dresden, Esch, das ist mein Heim, also wo ich mich so aufhalte. Tele Basel ist wirklich in Basel. Als langjährige DRS3 Moderatorin kenne ich die Situation der Schweizer Rock- und Popmusik bei den Öffentlich-Rechtlichen und auch als Leiterin von Privatradiostationen auch die andere Seite. Also ich sage nicht, es ist alles schlecht, was sie machen. Aber dortige Sendungen, wo ich einfach nur höre, dass ich erstens also sowieso ewiggestrig bin, wenn nicht sogar ein Faschist, das wollte ich einfach nicht mehr zahlen. Ich weiß nicht, wie kommen Sie auf das, dass Sie ewig gestrig sind, Herr Zanotti? Ganz wichtig ist, wenn man Medien anschaut, dass man beschreiben kann, was man sieht oder hört. Nicht im Sinn vom Geschmack, dass es einem passt oder nicht, nicht wie beim Wein oder beim Fußball, sondern dass man sagt, aus den und den Gründen. Also, wir haben zum Beispiel eine Qualitätsmaßnahme, ist, dass zwei unterschiedliche Positionen innerhalb von einem Wortplatz sind. Die Art und Weise, wie Sie jetzt der SRG oder SRF vorwerfen, man sieht da viel zu links, die lenkt mir jetzt nicht, oder? Was heißt das, Schweizer Musik in Kontext der Globalisierung zu sehen? Was heißt das konkret? Also, das ist etwas, was paradoxerweise außerordentlich Verbindendes ist in unserem Land. In der jüngeren Generation, namentlich in der jüngeren Generation, gibt es so viele globale Einflüsse, die die französische, wie die deutsche, die italienische, wie die rätoromanische Schweiz prägen. Tele Basel, das ist Zürich.